Es ist endlich soweit. Die Katze ist aus dem Sack. Auf der PlayStation Experience 2016, die momentan stattfindet, ist jetzt endlich seitens Sony und Naughty Dog, dem Entwickler von der Uncharted 3 und von The Last of Us 1, der zweite Teil angekündigt worden, und zwar The Last of Us Part 2. Und das ist mal eine richtig schöne, eine richtig gute Nachricht. Noch besser ist, dass es sogar einen ersten Trailer zu sehen gibt, der im Livestream gezeigt worden ist und den ihr auch hier gerade im Hintergrund seht. Zu sehen sind Joel und Ellie. Ellie ist schon ein bisschen älter geworden und scheint ein wenig sauer auf einige Leute zu sein. Um wen es da sich genau handelt, das ist jetzt noch nicht bekannt gegeben worden. Außerdem hat Sony bekannt gegeben, dass sich The Last of Us 2 oder The Last of Us Part 2 noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Ein Release-Termin ist dementsprechend noch nicht bekannt. Man rechnet aber derzeit damit, dass eine Veröffentlichung im Sommer 2018 stattfinden wird. Und an dieser Stelle, schreibt doch mal in die Kommentare, wie sehr ihr euch jetzt darüber freut, dass The Last of Us 2 endlich offiziell angekündigt worden ist. Ich muss sagen, ist eine richtig geile Sache. Ich bin ein bisschen aus dem Häuschen und ich glaube, ich springe jetzt erstmal aus dem Fenster. On the path of the right, because I'm wrong.